Fischer und Fischer. Lass mich auch hier hinrutschen. Ich schau, ich schau. Büffi TV. Videotagebuch Nummer 14. Sowas wie heute haben wir noch nie gemacht. Jetzt mal abgesehen von der Wanderung, die war relativ normal. Wir sind in Bruchstedt losgelaufen, querfeldein, bisschen Dschungelcamp-mäßig, Berg runter, Berg hoch. War jetzt nicht so spektakulär, aber Natur, wunderschön, durchs Chemnitztal durch. Also eine Lecke, wirklich eine Lecke. Dann sind wir nach Rochlitz rein und wir wohnen heute an der Esso-Tankstelle. Und als wir nach Rochlitz reingekommen sind, Fischer. Als wir nach Rochlitz reingehen, haben wir die großen Plakate gesehen, Zirkus Aeros in der Stadt. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal hin. Die Jungs und die Mädels, die wollen wir mal kennenlernen, weil das ist bestimmt eine feine Sache und wir sind nicht enttäuscht worden. Also was die hier erfahren, leck mich am Arsch, ich hätte es fast gesagt. Also wirklich, das ist ganz großes Kino. Ich habe heute hier in Rochlitz das erste Mal in meinem Leben in einer Manege gestanden und ich bin auf ein Pferd im Kreis geritten. Da gibt es Videobeweise, guckt euch das mal an. Guckt mal hier, passt mal auf, das bin ich. So, und das nicht genug. Ich bin danach sogar noch auf ein Kamel geritten. Ja, sagre mich nicht voll, ich mach das mit dir auch nicht. Also glaubst du, naja, die haben eben keinen. Ist egal, hier auf den kleinen Kerl, ja, schwenke mal hier rüber. Der hat mich wirklich voll gesagt. Egal, pass auf, hier, wie heißt denn der? Suleika. Suleika, das war Suleika. Und der hat mich gut behandelt. Ich habe ein bisschen Schmerzen. Der ist eine Sie. Der ist eine Sie? Und das ist muss man die Frau von ihm, vom Prinz. Jetzt kann ich verstehen, warum du sauer bist, wenn ich auf deiner Mutti reite. Das kann ich verstehen. Also, da habe ich volles Verständnis dafür. Wirklich. So, wir sind hier. Ich muss, weil er gerade spricht, das ist doch Gerhard. Das ist mein Freund Gerhard. Hi. Seit heute mein Freund Gerhard. Weil Gerhard, der hat den Zirkus übernommen. Wann war das? 2005. So, der war nämlich pleite. Wir wissen das alles. Aeros gab es ja lange nicht mehr. Da war Insolvenz und so weiter. War eine blöde Geschichte. Und da kam der Gerhard, hat gesagt, ich habe Sägespäne im Hosenumschlag, ich mache weiter. Wir haben mit deinen Brüdern. Genau, mit meinen Brüdern, meine Kinder und der Zirkus muss wieder dahin kommen, ja, wo er war. Ein ruhmreicher Zirkus werden. Geben sich viel Mühe hier, alles so ein bisschen, aber wirklich schön. Also, und auch nette Leute. Hier, Mirko war's? Eddie. Ja, als wir an der Absprache getroffen haben, habe ich gesagt, ich merke mir den Namen nie. Eddie, das willst du noch, das ist der kleine Schlüssel Chantal. Chantal, was machst du hier in der Manege? Ich tue oben in der Luft an so Ring. So was machst du? Wie alt bist du? 16. Da machst du schon solche gefährlichen Sachen. Aber du bist angeschnallt, oder? Nein. Nein? Ach, Klein, ich würde dich gerne nächstes Jahr wiedersehen. Mach nicht so Blödsinn. Ich habe immer Angst um die jungen Leute. Ist egal. Pass auf, das war Marvin. Ja. Marvin, was machst du, Marvin? Ich bin du bist der Musiker. Das ist ein guter Mann. Den hat der Freund schon im Tusch gespielt. Hat er gehört im Tusche. Das war Marvin. So, und das war die Jennifer. Charlene. Ich war nahe dran. Charlene, was machst du? Du machst Balance? Balance. Und jetzt muss ich mal, die hatten ja heute Nachmittag auch schon eine Vorstellung und die Charlene hat noch das Glitzer im Haar. Guck mal, ist das eine schmucke Frau? Also leck mich. Das ist ja, und die Haare sind die. Geh doch mal weg, es geht mal nicht um dich. Das ist alles echt hier? Ja. Keine Perücke? Nein. Zieh doch mal dran. Das ist. Ne, hier oft, da kriege ich Ärger. Wahrscheinlich mehr als mit einer Kamele. Also das war heute ein zauberhafter Abend. Ich habe gerne, also immer wieder gerne. Wie lange seid ihr jetzt noch in Rochlitz? Bis Sonntag in Rochlitz. Bis Sonntag hier? In Rochlitz. Vorstellung ist immer 16 Uhr. Ja, muss man hier sagen. Wir haben ab 18. Dezember in Leipzig unseren großen Weihnachtszirkus bis 6. Januar. Ist das wahr? Jedes Jahr Kleinmesse Kotterweg. Weißt du was, da komme ich mal wieder vorbei. Ich höre auf dein Versprechen. Ja? Ja. Und ich bringe hier alle mit und dann machen wir mal einen schönen Abend, dann machen wir mal schön. Ich bin immer auf dem Kamel rein, das kann ich ja jetzt. Weißt du, um den anderen, dem Fischer, bringe ich auch noch irgendwas. Bringe ich irgendwas bei. Hast du nicht nur was richtig? Hast du einen Löwen? Ein Zebra kann er einreiten. Das ist noch richtig wild. Ich besorge einen Löwen, der muss wild sein und Hunger haben. Und mit dem macht der Fischer dann eine Nummer. Das ist verabredet. Wir sehen uns morgen wieder zum Videotagebuch Nummer 15. Wir werden morgen laufen von Rochlitz nach Bad Lausick. Wir haben noch keine Schlafstätte, ist aber egal, weil es ist Wochenende und ich freue mich drauf. Danke an euch, Riesenapplaus, war ein schöner Abend. Prost. Dankeschön. Ich bin begeistert.